stürmische Zeiten in Sandford. Nach dem Start liegen mit Ekström, Scheider, Tomczyk, Prima und Rockenfeller fünf Audi-Fahrer vorne. Die Resta hingegen muss nach einer Kollision mit Christensen auf Platz 18 hinterherfahren. Die beiden deutschen Fahrer Mike Rockenfeller und Markus Winkelhock können schon von Beginn an einige Plätze gut machen. Rocky fährt bis Runde 4 von Platz 12 auf Platz 5, Winkelhock von Platz 18 auf Platz 11 nach vorne. In der fünften Runde kommen Spengler und Abt als Erste in die Box. Abt, der einen schnelleren Stopp absolviert, berührt Bruno Spengler in der Boxenausfahrt und kann eine Position gut machen. Er fährt nun auf Platz 14 vor Spengler. Auch Häkkinen gelingt eine ähnliche Aktion. In der sechsten Runde schiebt er sich nach seinem Stopp vor Gary Paffett. Er fällt von 7 auf 15 zurück. Tomczyk auf Position 10 führt die Fahrer an, die bereits ihren ersten Stopp hinter sich haben. Ekström führt mit über 4 Sekunden vor Rockenfeller und Christensen. Alexandre Prima legt als erster Fahrer im Rennen seinen zweiten Boxenstopp ein. In Runde 13 fährt auch Tomczyk seinen zweiten Stopp. Alle 8 Fahrer an der Front, angeführt von Matthias Ekström, haben noch keinen Stopp verbucht. In Runde 15 fährt der führende Ekström schließlich in die Box und verliert wegen einem technischen Problem wertvolle Zeit. Er kann sich auf Platz 7 hinter Timo Scheider wieder ins Rennen rein und fällt nach seinem zweiten Stopp kurz darauf auf den letzten Platz zurück. In Runde 30 haben alle restlichen Fahrer ihre Boxenstopps absolviert, womit Tomczyk vor Alexandre Prima, Bruno Spengler und Timo Scheider das Rennen anführt. Alexandre Prima liefert sich mehrere Zweikämpfe mit Martin Tomczyk und kann seinem Teamkollegen in Runde 32 die Spitze streitig machen. Scheider überholt Spengler für Platz 3, somit sind 3 Audis vorne. Kurz vor der Ziellinie lässt Alexandre Prima Martin Tomczyk vorbei und schenkt ihm den Sieg. Matthias Ekström konnte sich souverän nach vorne kämpfen und überholt zuerst Spengler, dann Timo Scheider kurz vor dem Ziel. Er wird Dritter. Das Rennergebnis in der Übersicht.